Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich glaube, Cäsar ist gerade an mir vorbeigelaufen. Welch eine Ehre. Du untötbarer Mann. Bis zu einer gewissen Zeit. Das ist eine Sackgasse, meine Herrin. Ich sehe selber nach, nur für den Fall. Wirklich? Du beleidigst unsere Arbeit. Wir haben alles versucht. Das bezweifle ich. Zerbrochene Speere. Diese Römer haben wirklich alles versucht. Ein Speer, also Holz gegen eine Metalltür. Sie hatten recht. Dieser Weg ist wirklich versperrt. Das Erdbeben hat wohl die Struktur verändert. Ich frage mich, warum wir eigentlich Bayek die ganze Zeit hochleveln mussten. Macht Spaß. Das hier ist Wo kommt viel er denn jetzt her? Als die Höhlen westlich von Siva. Damals waren wir auch kleiner. Du meinst in der Zukunft? Hat sie auch eine Fackel? Ja, hat sie, klar. Ich kann ja sowieso nichts einsammeln. Ich frage mich, wofür das Ding denn da ist. Wohin jetzt, meine Liebe? Machen wir das kaputt. Oh, das war so richtig. Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades Flüsse zu springen. Wir schon. Klar. Gruselig ist er schon. Ah, das sieht doch gut aus. Ah, aufgeschnitten. Oh Gott, ich verblute. Hoch. Sieht man genug hier, ne? Wo bleibt Bayek? Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Winsen verteidigen kann. Versprochen. Diese Zeichen hier unten, sie handeln von Siva, das Gewölbe und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume. Und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Mann zu König, König zu Gott. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab? Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Diese Gemälde an der Wand. Machen wir es hier erstmal mollig warm. Das dauert mir irgendwie zu lange hier. Der wollte nicht an. Funktioniert das? Zack.
Ah, ich glaube, er macht die langsam auch an. Ach, Leute. Oh, was haben wir hier? Seine Geburt. Er war Makedonier. Ein Grieche, der zum Ägypter wurde. Wie ich. Er hat unsere Pharaonen eingesetzt. Ach, mein Gott, die Vertreter stehen schon wieder vor der Tür. Ah, hier haben wir noch was. Ich kaufe nichts. Oh, die werden langsam energischer. Ja, natürlich. Huch. Das dauert aber lange. Mann, wir machen es gerade schön. Wofür sammeln wir denn weiches Leder mit? Ah ja. Bringt uns doch gar nichts, oder? Ne, bringt uns nur Quests. Schön, dass eine Eisentür auch klingt wie so eine alte Herrenhaustür. Wir müssen erstmal durch die Gewölbe. Ein bisschen Resident Evil mäßig. Also die alten Teile, Deadly Silence, glaube ich. War der erste. Yeah. Wer klopft da so zu später Stund? Ich bin ganz wund. Nee, keine Ahnung. Lade mich. Ah. Sie wünschen. Der Hausherr empfängt sie. Rex Immortalis. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom. Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Cäsar zu beeindrucken und bei uns beginnt? Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Mein Cäsar, unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Die Soldaten haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Festgenommen? Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin. Flavius, komm. Sieh nur. Wir haben den großen König gefunden. Wie in einem Film, jetzt Schwarzbild. So, wenn das Interessanteste kommt, muss man warten. Oder es kommt Werbung. Die Garnison aufzunehmen wird nicht leicht. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wäre ich gerne an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. Der Mann aus der Zukunft will sich prügeln. Es wird bestimmt später so ein Reiseziel geben.
Also später in der Zukunft, die vielleicht irgendwann existiert, weil Zeitreisen sollen nicht unmöglich sein. Verfolgt er mich noch? Nein. So, dass man in die Vergangenheit geht, um irgendjemanden zu verprügeln. Ich glaube, ich würde Hitler verprügeln. Das wäre total geil irgendwie. Einfach so in die Vergangenheit reisen, um eine Art Urlaub zu machen. Und dann einfach den man nicht mag, der Schlechtes getan hat oder so. Oder vielleicht auch Gutes getan hat, einfach zu verprügeln. Einfach. Bam! Problem ist. Dass in die Vergangenheit reisen, glaube ich, immer schlecht ist. Ne? In die Zukunft reisen ist immer besser. Da kommen wir hoch. Es gibt keine Karte mit ihr, ne? Warum auch immer. Vorsicht! Septimius hat Pläne für diesen Scheißkerl. Ihr werdet nichts bekommen! Ach, halt doch dein Maul! Kann mich jemand einfach töten? Bringt es endlich zu Ende! Ich komme, um dich zu retten. Entschuldigung. Immer dieses Gequatsche von denen, bevor man überhaupt in der Sequenz ist. Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht? Das ist sinnlos! Eine Planänderung. Der Löwe sagt, wir müssen zum Pharos marschieren und die Königin in die Falle locken. Dann sagten sie, sie gingen nach... Wohin? Wohin? Verdammt. Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Eine kleine, zierliche Frau schleppt einen ausgewachsenen Mann. Die Wahrscheinlichkeiten hier liegen fast bei null. Aber gut. Hey! Das ist Ubisoft, die wissen, was sie machen. Also nicht. Achtung! Ich brauche jetzt ein Pferd. Oh, guck an, da steht eins. Alter, hier drüben! Jetzt auch noch Römer? Welche Invasionsarmee kommt denn als nächstes? Ja, komisch, oder? Ägypten wollten sie alle haben. Irgendwie. Diese Römer ignorieren uns auf eigene Gefahr. Wir werden randalieren, bis sie kommen. Ich gehe zum Serapeum. Beten ist unsere letzte Hoffnung.
Ich musste jetzt durch diese Masse reiten. Hat mich an Shrek erinnert, mit wo der gestiefelte Kater mit Esel da rennt. Und, ne? Kennt er bestimmt. Ach ja. Ihr habt loyale Männer, Caesar. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Krieg. Flavius? Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos Licht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Caesar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Nun, der wichtigste Teil des Plans. Legt dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun, lasst die Schlacht toben. Aya, wenn du unseren Bruder findest, Gines Doi. Was heißt, mach es so? Also, schnell? Langsam? Gar nicht? Ich rieche Krieg! Wir setzen unsere Königin auf den Thron! Du bist die Einzige, die einen Thron verdient! Gib mir das Pulver! Caesar traut deiner Frau diese Aufgabe nicht zu. Beweis ihm das Gegenteil, Liebste. Es herrscht Krieg und die verabschieden sich nicht mal mit einem Kuss. Obwohl die immer so geil aufeinander sind, dass sie jederzeit überall... Und sie greifen an, wenn sie uns sehen. Alter, sieht aber schon krass aus, ne? Fängt sie jetzt auch schon an, sie greifen an, wenn sie uns sehen. Ich habe gerade irgendwie Soundprobleme, glaube ich. Ah, ne, jetzt. Oh ja, einmal. Die Symbolik von Feuer und Wasser. Okay, ich beachtet mich gar nicht. Ciao! Ich muss hier mal in den Schritt greifen, der brennt. Nennt man auch Geschlechtskrankheit. Ah, sind schon besser. Er sieht mich und rennt trotzdem da unten. Hey! Hey! Zerquetsch mal einer diese Lotusblüte!
Wie konnte sie so weit kommen? Halt, kleine Frau! Tötet sie, damit wir uns um echte Probleme kümmern können. Diese römischen Malaka. Meine Klinge ist gekränkt. Was? Gut, wäre der auch weg. Ich glaube, Schleichen bringt hier gerade so gar nichts. Tja, wir sind in Assassin's Creed, da geht man nicht durch Türen. Das wäre zu einfach. Ja, pack schön an das heiße Metall von der Fackel. Das macht man so. Wäre es schlauer gewesen, sie runterzuschmeißen? Ich wusste doch, dass ein Skarabäus meinen Turm hochgeklettert hat. Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, die ich vom Orden der Ältesten geschenkt bekomme. Vielleicht behalte ich dich ja. Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Hinfort! Der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. Oh, das war ein Double-Treffer. Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, was Treffer auf den Geschäft ist. Nicht immer so großkotzig sein. Ins Gesicht. Das ging einfacher als erwartet. Da. Ich möchte nur mal sagen, so schwer sind die Bretter nicht. Und diese Frau schleppt erst einen Kerl durch die Gegend, aber ein Brett soll sie nicht hochkriegen? Ist das nicht ein bisschen unlogisch? Mal, kriegen wir Eier? Ah ne, wir können ja nichts mit ihr machen. Ich wollte die Kapuze aufsetzen, aber das geht ja gar nicht. Uns abgerutscht, tot, Spielende. Die Figur. Wie in Zeus Namen hast du meinen Hauptmann getötet? Das Metall muss kochend heiß sein, wenn ein Leuchtturm Tag und Nacht brennt. Obwohl, ich glaube Tag nicht, aber er brennt sehr lange. Und Metall ist ein sehr guter Wärmeleiter. Zwar nicht so gut wie Kupfer, aber trotzdem nicht gut. Und ich glaube nicht, dass die Kleidung, die wahrscheinlich hauptsächlich aus Baumwolle besteht bei den Ägyptern, das wirklich aushält. Ich glaube nicht mal eine einfache Berührung wäre ratsam. Ptolemäus Männer brechen durch! Nein! Wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Caesar.
Alle ihr Jagda ist! Komm! Wir ziehen auf das Schlachtfeld! Mechai, decke den Rückzug! Viele haben an Aya gezweifelt! Und alle sind durch ihre Klinge gefallen! Ah, denn ich weiß es, denn ich komme aus der Zukunft. Wisst ihr was? Wir machen mal jetzt einen Wechsel, denn ich... was? Ist nicht? Also muss ich als Roboter weiterleben? Geht aus dem Weg! Ich soll ja nur den Rückzug treffen, oder? Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenk! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute! Es will einfach keiner sterben. Zieh nach hinten! Ah, darauf habe ich gedacht. Oh ja. Dramatisch. Hinter uns, Mann! Wir sind umzingelt! Super, ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre das noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus! Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Jetzt nimm doch mal den, der hier direkt vor dir steht! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es interessiert es persönlich! Eure Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter! Ich habe eine Idee! Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los! Komm näher, zieh schnell! Wir müssen uns wirklich beeilen! Wirf fester! Ja, ich werf doch schon. Da! Die Flotte! Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann! Jederzeit, Bayek! So lächerlich, die ganze Zeit drauf feuern wie nichts. Das hat jetzt geholfen. Man wird Lieder über uns singen. Und jetzt auf zu den Schiffen. Wir werden Helden des Schwerts und Verstands. Naja, wenigstens ordentlich Action, würde ich sagen. Das ist halt immer das Schöne an den Assassin's Creed-Teilen, dass man halt auch viel mit echten Charakteren spielen kann. Stadien. Laut unseren Spekulatoren führt Portinus diesen Angriff. Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Portinus. Ad Victoriam! Wow. Immer diese Ladebildschirme. Solange ihr noch könnt! So, jetzt möchte ich aber gerne die Ausrüstung wechseln. Eigentlich nur die Montur, obwohl das Ding auch. So.
Sind wir mal den Wächter. Männer, wir werden siegreich sein. Flieht, solange ihr noch könnt. Ihr verliert an Boden, ihr herzlosen Bastarde. Mal gucken, ob wir was ausrichten können. Wenn wir denen helfen. Tira verso Fueri! Condemo pro amici! Siccante capitis! Okay, scheinbar. Wir haben jetzt wohl jeden hier. Ne? Das war der erste Ring, dann glaube ich, denke ich. Wie kommen wir denn da rein? Okay, du wirst schon, wie es aussieht. Oh, nicht. Begrüße Jugurtha! Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen. Klar, warum nicht? Bald gehst du in die Suat ein! Sei bereit! Komm, Jugurtha! Angriff! Jugurtha. Die Götter haben mich mit eurer Vernichtung beauftragt! Jetzt bist du aber größer, wahnsinnig. Du bist nur eine Mücke in unserem großen Plan. Ja. Dein Plan ist zu Ende. Hä? So. Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potinus. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bajek von Siva. Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Warum hat er die Münze in seinen Mund gelegt, wenn die auf die Augen gehören? Ein Obolus für den Fährmann. Der miese Eunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lenke seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten eure Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemäus bereits gefangen. Ich erledige den Rest. Gut, das Vieh ist down. Oh, ja, können wir, glaube ich, noch ein bisschen helfen. Vielleicht sollte ich auch mal eine Aufnahmepause machen, aber so mitten in der Schlacht ist das immer echt schwierig. Kann ich den nicht töten? Doch, kann ich. So. Den noch und dann... so, machen wir erstmal ein Folgenhäuschen und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.